die Trader. Es ergibt nicht den charttechnischen Vorteil eines neuen Allzeithochs im Germany 30 Cash CFD, also im DAX. Der war gestern zwar im Hoch nahe dran, hat es aber nicht ganz geschafft. Im Hoch waren wir gestern bei 5,79, also 13.579. Da hat es zu 13.600 nicht mehr viel gefehlt, aber wir haben kein neues Allzeithoch. Damit ist nach wie vor ein Top möglich und auch eine größere Korrektur, wenn jetzt Schwäche reinkommt. Und diese Schwäche haben wir aus den Vorgaben aus Asien geschuldet im Umstand, dass die Kreditratingagentur Moody's das Rating Hongkongs um eine Stufe senkte. Und den Ausblick haben sie da auf künftige Überprüfungen, schätzen die da negativ ein. Das sieht man heute Morgen dann eben auch im Hongkong Cash, also im Hang Seng, minus 2,2%. Wir haben im Hang Seng hier im Tageschart einen Boden, ein 1-2-3 Tief ausgebildet. Die 1,618er Fibonacci-Extension liegt hier bei 28.982 Punkten, 28.007 Punkte. Da sind wir jetzt ein bisschen auf einer Unterstützung, eben auch durch ein FIBO-Level. Sollte man da drunter rauschen, dann hätten wir nochmal 600 Punkte theoretisch Abwärtspotenzial, dann bis zur 200-Tage-Linie, über der wir drüber sind. Wir sehen hier aber auch, wir sind unter die 20-Tage-Linie gefallen, also hier charttechnische Eintrübung. Laut Moody's ist Hongkong nicht in der Lage, die sozialen Probleme zu adressieren, was sich eben negativ auf das Wachstum auswirkt. Wirke, heißt es da in dieser Abstufung. Auch bereits 4 Todesfälle eines neuen Coronavirus in China sorgen für Unruhe. Die Angst ist da, dass da zu einer Wiederholung der SARS-Epidemie des Jahres 2003 kommen könnte. Die chinesischen Behörden beruhigen zwar dahingehend, dass man nur 2 Wochen benötigte, um das neue Virus zu identifizieren und dass moderne Technologien helfen würden, die Situation unter Kontrolle zu halten. Aber da blickt man jetzt genau auf die Entwicklung, was sich da zusammenbraut. Und jetzt, da wir Klarheit über einen guten Willen im Handelskonflikt haben zwischen China und den USA, schalten die Märkte um auf eine stärkere Erfassung der tatsächlichen aktuellen konjunkturellen Daten. Jeder wartet jetzt darauf, dass der Aufschwung kommt. Das passt eben vielen da nicht so richtig ins Bild, dass zum Beispiel der Internationale Währungsfonds gestern seine Prognose für das Weltwirtschaftswachstum für 2020 von 3,4% auf 3,3% gesenkt hat. Auch Japans Notenbankchef Kuroda spricht heute Morgen davon, dass die Risiken in der japanischen Volkswirtschaft, die seien abwärts gerichtet, also eine höhere Gefahr eines konjunkturellen Abschwungs gebe, als dass ich die Situation aufhelle, obwohl es eben externe Gefahren hier, die sich verringert hätten, wie zum Beispiel die Einigung im Handelskonflikt, dass da also das Risiko neuer Eskalation ist, war raus. Dennoch droht Japans Wirtschaft sich weiter abzuschwächen, weshalb man auch geldpolitisch bereit sei, weitere Lockerungsmaßnahmen zu beschließen. Also hier haben wir das erste Signal jetzt aus Japan heute Morgen. Ja, trotz dessen, dass die sich da jetzt geeinigt haben, kommt eigentlich nicht so richtig Drive in die Wirtschaft, in das Wachstum. Das ist nicht so besonders positiv, weil die Kurse im DAX ja auch deswegen gestiegen sind, weil man erwartet hat, dass es einen Aufschwung geben wird, dass also keine Rezession kommt, sondern eben im Gegenteil, dass es einen Aufschwung geben wird und dass dieses Vorwegnehmen, dieser Erwartungsmarkt, den haben wir jetzt gerade nahe des Allzeithochs technisch betrachtet. Hier hatte ich ja darauf hingewiesen, aufgrund der Tatsache, dass wir hier kein neues Allzeithoch haben, das haben wir nicht geschafft, droht hier immer noch ein Rückgang in Richtung 13.381, rutschen wir drunter, wäre dann die zentrale Unterstützung 13.221. Da wäre dann der bullische Fall, dass wir diese 13.221 halten. Weil so ein richtiger sauberer Test, den hat es eigentlich in der ganzen Zeit hier nicht gegeben. Das steht eigentlich noch aus. Und sollte das der Fall sein, hätten wir die Möglichkeit, nochmal einen bullischen Druck aufbauen in Richtung des Allzeithochs zu machen. Wie gesagt, die Wall Street steht ja sehr stark da, ist das Zugpferd für den DAX. Der bärische Fall wäre dann aber, dass wir quasi das testen und dann drunter rutschen. Dann hätten wir nochmal ein Abwärtspotenzial. Möglicherweise in Richtung 12.986, 12.841, darunter unter der 221 könnte also die Volatilität im DAX nochmal zunehmen. Auf der Seite der guten Nachrichten, muss man natürlich auch erwähnen, steht, dass der französische Präsident Macron sich im Streit über die französische Digitalsteuer, die soll ja kommen,
Da hat er sich mit US-Präsident Trump zusammengesetzt und offenbar gab es dann ein sehr gutes Gespräch. Man will also hier an einer Lösung arbeiten, ohne dass es Strafzölle gibt. Dass es hier gegen Frankreich speziell, ob es gegen die EU und auch gegen Deutschland und Automobile Strafzölle geben wird, das ist immer noch offen. Donald Trump wird heute in Davos auf dem 50. Weltwirtschaftsforum erwartet, genauso wie auch die Umweltaktivistin Greta Thunberg. Beide werden Reden halten. Ich meine, Greta Thunberg war vor einer halben Stunde schon dran. Hauptthema ist der Klimawandel in Davos. Ist aber auch gut möglich, dass Präsident Trump auch über Strafzölle gegen die EU sprechen wird. Das belastet hier zusätzlich die Stimmung auf dem Parkett der Germany 30, jetzt aktuell 121 Punkte im Minus. Quartalszahlen wird es heute geben von IBM. US-Präsident Trump soll um 10 Uhr in Davos eine Sonderansprache halten. Um 11 Uhr steht dann heute noch der ZEW-Konjunkturindex an. Das sind alles Daten, die man heute im Blick behalten muss. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Danke fürs Einschalten.